Hallo? Hallo, was? Hey, stopp! Jo, bleib stehen! Ja. Was ist denn das für eine Doofmatzgehilfen-Idee? Was soll die Scheiße? Der hat da was vor die Tür gestellt. Was soll denn das? Komm, zieh erstmal die Maske ab, wir wissen nur. Schlecht mal hier ran, Kollege. Komm hier ran ans Auto. Oh, wir kennen uns doch. Wie lange ist das her? 1,5 Jahre? 2 Jahre? Einbruch? Ja. Was soll das werden hier? Ist das ein Geschenk für mich? Eine kleine Racheaktion oder was? Nein, gar nicht. Was ist denn da drin? Ich will es abstellen, das wird euch interessieren. Genau, das ist er mit dem Dialekt. Ich erkenne ihn wieder. Ja, was soll denn da drin sein? Gucken Sie mal rein. Ich will wissen, was da drin ist. Du hast es doch dahingestellt. Ein Laptop. Ja, und? Wofür? Ja, da gucken Sie mal rein, das Video. Da ist ein Video drauf. Das wird Sie interessieren. Es wird morgen wieder eine Dose Idioten aufgemacht. Ja, anscheinend. Komm. Zur gleichen Zeit folgen Paul Richter und Peter Rothmeier dem Notruf einer jungen Frau. Die Krankenpflegerin ist gerade erst von ihrer Schicht nach Hause gekommen und hat eine höchst alarmierende Entdeckung gemacht. Guten Abend. Guten Abend. 15:38 eintreffen. Guten Abend. Ja, Gott sei Dank. Sie hatten angerufen? Ja, ich habe angerufen. Ich bin kurz in meine Wohnung reingegangen. Ich habe da so Einbruchsspuren, so Kratzspuren entdeckt und ich habe total Angst, da reinzugehen. Waren Sie? Sie waren noch nicht drin. Ich war ganz kurz drin und ich habe aber dann zu viel Angst bekommen und dachte so, nee, was ist, wenn der Einbrecher noch da ist? Das Licht im Haus haben Sie jetzt auch angemacht? Ja, ich habe das eine Licht angemacht, ja. Ja. Hier. Kannst du Einbruchsspuren erkennen? Hier, unter Schloss. Ja, dann bleiben Sie mal bitte draußen, ja, vorm Haus. Die Beamten überprüfen, ob sich der Eindringling noch im Haus der alleinstehenden Frau befindet. Ist denn sonst da irgendwas durchwühlt? Nix? Nee, durchwühlt sieht das hier nicht aus. Okay. Oben, unten, vielleicht Keller, Oberräumlichkeiten? Ja. Bei der Durchsuchung jedes einzelnen Raumes gehen die Polizisten mit größter Vorsicht vor. Der Einbrecher scheint jedoch schon über alle Berge zu sein. Und auch sonst können die Beamten nichts Auffälliges feststellen. Haben Sie irgendwo Schmuck oder sowas offen liegen gehabt, was Sie wissen? Oder also eher also Bargeld nur irgendwo liegen unten, lassen oder nur Karten? Unten. Nur unten. Wenn dann nur unten. Ich will vielleicht ganz kurz mal. Ja, bitte. Ja, gucken Sie, was fehlt. Weil durchwühlt sieht es für uns nicht aus. Die Spuren an der Tür sind natürlich klar. Also wir haben das Haus von oben bis unten sind wir abgegangen und haben nichts Ungewöhnliches festgestellt. Okay. Also wenn das falsche Alarm war, dann tut es mir total leid. Ne? Also nee, sicher kein falscher Alarm. Der Kollege hat ja gesagt, erstmal war die Tür auf. Ne? Ja. Und zweitens haben wir auch Aufbruchsspuren an der Tür feststellen können. Wie heißen Sie denn? Mit wem haben wir es denn hier zu tun? Trost. Trost. Das war's. Paul Trost, genau. 2 Jahre ungefähr, Einbruch. Da habe ich sie festgenommen. Was habe ich jetzt hier mit dem Laptop? Was soll ich damit? Ist das ein Abschiedsgeschenk? Ein Trostspender vielleicht. Keine Ahnung. Gib mir langsam auf den Sack. Ich bin gerade zum Nachtdienst gekommen, hat noch nicht mal einen Kaffee gehabt. Dumme Idee. Guck doch einfach mal rein. In dem kommt da nichts. Meine Fresse, was soll ich denn jetzt hier machen? Irgendwelche Knöpfe drücken oder was? Was ist das? Sieht aus wie ein Video. Haben Sie sich selber gefilmt, wenn Sie eingebrochen haben oder was? Ich habe mit diesem Scheißdreck nichts zu tun. Das ist nicht mein Laptop. Aber guck ich es mal an. Das ist doch krank. Oder was ist das doch gefilmt? Ja, weiß ich nicht. Oder er hat eine Taschenlampe in der Hand. Hör mal, Trost. Hast du dich dabei gefilmt, wie du deine Frau nachts im eigenen Bett da überrascht? Das ist nicht mein Laptop. Und ich kenne diese Frau auch nicht. So, und dann ist der Sinneswandel gekommen oder was? Wie bist du da dran gekommen? Komm, Trost. Buchstaben kotzen. Was ist los? Ja, ich bin rückfällig geworden. Ich war da einbrechen und hab das Laptop dort gesehen. Und dieses Video, hab das abgespielt und hab mir gedacht, das muss sie herbringen. Weil sowas ist nicht normal. Das ist krank. Nochmal. Ich meine, ich spreche viel ein oder so, aber hab viel eingebrochen. Aber sowas zu machen, das will ich niemals machen, so einen Scheißdreck. Also, Sie wollen mir jetzt erzählen, dass Sie eingebrochen sind heute. Ja. Haben diesen Laptop mitgehen lassen, haben sich angeguckt, was ist da drauf, was kann ich davon verwerten, wie viel Wert hat der noch. Haben festgestellt, da ist ein Video drauf, dieses, was wir gerade gesehen haben. Hast einen Köttel in den Butz gemacht, hast Schiss gekriegt und hast ihn dann hier abgegeben, weil du damit nichts zu tun haben willst. Habe ich richtig verstanden? Wer weiß, was der Mann mit der Frau gemacht hat. Der Einbrecher ist also schockiert darüber, dass andere einbrechen. Ja, der bestohlene Dieb. Der kann ja mal was Gutes im Leben tun. Ja, wer sowas sieht, das ist nicht normal. Der bestohlene Dieb. Wer weiß, was der mit der Frau gemacht hat. Ja, vergewaltigt, keine Ahnung. Mir ist da was aufgefallen in dem Video. Aber bist du gerade mal ansprechbar für mich? Na klar. Du meinst die Person im Spiegel, ne? Ist egal. Aber komm mal gerade her zu mir, bitte.
Pass auf, folgende Situation. Wir haben hier einen Laptop. Auf diesem Laptop ist ein Video, das, was du jetzt gerade siehst. Während dieses Videos, ich kann dir jetzt natürlich nicht zu der Stelle spulen, wo ich das meine, aber gleich kommt man an einem Spiegel vorbei. Und in diesem Spiegel gibt es eine Reflexion. Guck mal, pass auf, jetzt da. Ja. Da? Ja, ich hab's gesehen. Und dann geht's nochmal zurück und da. Hast du, ich halte es mal direkt an, hast du eine Möglichkeit, da mal nachzugucken? Kannst du da vielleicht digital irgendwas rausziehen? Könnt ihr mir das Ding das kurz geben? Ihr bekommt es auch gleich wieder. Ich ziehe mir das rüber. Viel Spaß damit. Und dann gucke ich mal, was ich so finde. So, Herr Trost. Entschuldigung, das ist meine Tasche. Entschuldigung. So sauer. Herr Trost. So, aufschreiben, wo der Einbruch stattgefunden hat. Wenn die Kollegin gleich rauskriegt, dass dein Gesicht da zu sehen ist, dann haben wir ein Problem. Ich war das nicht. Schreib auf, ich wo das war. Ich schreibe es auf und fertig und gut ist. Ja, mach. Das Beste wäre natürlich, ich habe euch gerade gesehen, Sie haben hier eine Urne von Ihrem Hund stehen. Wenn Sie den natürlich noch hätten, der passt natürlich entschieden besser auf, ne? Ach ja, ach, das habe ich da nur draufgeklebt. Ich dachte, das wäre so ein kreatives Geldversteck. Also eigentlich habe ich da so ein kleines bisschen Ersparnis da drin. Ne? Wollen Sie mal sehen? Ja, ich glaube, die Idee ist gar nicht so verkehrt. Ich bin total kreativ. Und ich glaube nicht, dass die Einbrecher grundsätzlich in Uhren reinschauen. Okay, ich überlege gerade, ob ich das rausgenommen hatte, aber... Sie hatten Geld drin. Ich hatte Geld drin. Wie viel Geld hatten Sie drin? Lass es 300 Euro sein. Okay. Also ich bin jetzt auch gerade ein bisschen baff, weil eigentlich müsste da... Ich habe das nicht rausgenommen, ich bin mir ganz sicher. Da war Geld drin. Sagen Sie nicht, da war doch jetzt jemand drin. Das kann ich nur... Ich kann nur sagen, dass auf jeden Fall jemand die Tür geöffnet hat. Wie weit er drin war, aber das ist... Wie weit er drin war, dann kann ich dir erzählen. Ich bin gerade ganz erstaunt, pass auf, ich spule eben zurück. Und zwar hat die Wache mir ein Video geschickt. Ja. Die sind parallel gerade in einem anderen Haus, die Kollegen. Ja. Und da wurde eine schlafende Frau gefilmt. Jetzt hat die Wache ein Video, guck dir die Treppe an. Ist das ihre Treppe? Blaue? Das ist die Treppe hier. Es ist definitiv jemand im Haus gewesen. Und jetzt warte ab. Das ist jetzt das Schlafzimmer. Das ist die Dame. Das kannst du verkaufen. Ich guck mir das oben noch an. Gehst du noch mal hoch? Ja. Was für ein Video haben Sie da? Ich muss Ihnen das zeigen. Eine Streifenwagenbesatzung ist parallel in einem anderen Einbruch unterwegs. Und zwar geht es jetzt auch darum, dass schlafende Frauen durch unbekannte Täter gefilmt werden. Jetzt schauen Sie sich das bitte an. Und das ist das, was mir gerade aufgefallen ist. Der Täter geht die Treppe hoch und ist in Ihrem Schlafzimmer. Oh Gott, das bin ich. Oh mein Gott. Hören Sie auf. Der fasst mich fast an. Können Sie sich in irgendeiner Art und Weise vorstellen, wer Ihnen sowas antun könnte? Überhaupt nicht. Wer kommt so ins Haus? Ich hatte bis vor kurzem einen Freund, aber wir haben eine schmerzliche Trennung hinter uns. Ich bin sogar deswegen in der Selbsthilfegruppe, aber das ist... Der ist jetzt in Spanien. Also der hat eine... Also der kommt jetzt als Täter dafür überhaupt nicht in Frage? Nee, der postet jeden Tag Bilder auf Social Media mit ihm und seiner neuen Affäre, aber... Ja. Ich bin schockiert. Ich meine, das ist mein Zuhause. Wie soll ich denn hier ruhig schlafen? Wen haben wir denn da? Das ist der Herr Ansgar Poschmann. Das ist der Herr, bei dem hier dein Freund eingebrochen hat und das Laptop mitgenommen hat. Ne? Sonst nur das Laptop? Ich wundere mich auch gerade darüber, ne? Aber dass man hier bei Ihnen gar nichts mitgenommen hat, außer diesem Laptop, da müssen ja super wertvolle Informationen drauf sein. Nein, nein. Ich meine, ich bin IT-Techniker, ich arbeite viel damit, aber das ist mein Privatlaptop, da ist nichts. Also, die gute Nachricht ist, ich löse das Ganze mal auf. Es ist deshalb nicht mehr mitgenommen worden als dieses Laptop, weil der Einbrecher so darüber schockiert war, was er hier auf diesem Laptop gesehen hat, dass er nicht mehr mitgehen hat lassen. Und uns hat er dieses Laptop vorbeigebracht. Das ist ungewöhnlich, oder? Finden Sie das nicht ungewöhnlich? Ich bin nervös, der junge Mann, ne? Sind Sie immer so nervös? Ich bin nicht oft auf der Polizeiwache. Wann ist Ihnen das denn aufgefallen, dass eingebrochen wurde? Ich war nicht mal sicher, ob eingebrochen wurde. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich habe
Ich habe nur gewundert, wo mein Laptop ist. Das ist ein mobiler Computer. War das erste, wonach Sie geguckt haben? Wo ist der Laptop? Ja, also ich sitze immer sofort an meinem Laptop, wenn ich nach Hause komme. Okay, okay, dann fangen wir den Tag doch mal an. Wann haben Sie denn das Haus verlassen? Genau. Ich habe um 9 Uhr angefangen. 8:30 bin ich aus dem Haus. 8:30? 8:30. Das ist interessant. Wenn Sie um 8:30 das Haus verlassen haben, das Video wurde aber um 8 Uhr runtergeladen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Sie waren's oder jemand anderes. Welches Video? Wer wohnte noch bei Ihnen? Niemand. So, wer hat es denn runtergeladen? Ich weiß nicht. Wissen Sie was? Wir zeigen Ihnen mal das Video. Mal gucken, was er dazu sagt. So. Ist doch bei Ihnen. Jetzt sperren Sie mal die Äugelchen auf. Sie sehen da gleich eine Dame, schlafend. Ich weiß nicht, sind Sie verheiratet? Nein. Ist auch demnach das nicht, ist auch nicht Ihre Frau. Die Dame heißt Sandra Janke. Kennen Sie die Dame? Nein. Wie kommt denn dann ein Video mit dieser Dame hier auf Ihr Laptop? Die kann man runterladen. Es gibt da so eine Seite und das ist doch eh alles fake. Ich meine. Also, wenn Sie dieses Video runtergeladen haben, dann möchte ich jetzt mal, dass Sie uns mal die Seite zeigen, von wo Sie das Video runtergeladen haben. Aber gut, für uns ist schon mal wichtig, wenn das selber runtergeladen hat, hat das schon mal nicht selber gedreht. Ach guck, Pro Privat 2000. Ja. Das Profil, M-Cutter, sind Sie das? Nein, das ist die Person, die das hochlädt, glaube ich. Achso, die lädt das hoch. So, und Sie zahlen Kohle dafür, dass Sie sich diese Videos runterladen. Ja. Guck dir das mal an. Da fällst du um. Siehst du das? Da steht sogar eine schöne Beschreibung. Schaut euch diese Videos von hilflosen Mädels an, die beim Schlafen nicht mal ahnen, dass bei ihnen eingebrochen wurde und sie gerade beobachtet werden. Kein Fake. Stellt euch vor, was ihr mit ihnen in diesen Situationen tun könnt. Genießt es. Also das ist so mit das Perverseste, was ich hier in meinen Dienstjahren überhaupt gelesen habe und mir vorstelle, was ich auch hier sehe als Video. Und ich habe schon viel Scheiße gesehen. In den eigenen vier Wänden können sich diese Frauen nicht mehr sicher fühlen. Und das sind keine Hobbyschauspieler oder so, ja? Da bricht jemand tatsächlich in fremde Häuser ein, um diese Frauen zu beobachten. Was passiert denn, wenn die wach werden? So eine Situation kann ruckzuck eskalieren. Und nur für so triebgesteuerte Subjekte wie Sie. Pass mal auf, ich gebe das Ganze mal an die Streife draußen weiter, weil die sind gerade bei der Janke. Machst du das? Ja, ja. Das ist eines der Opfer. Alles klar. Ich komm neu. Ist okay, Mann, ich hab die Polizei gesehen vom Balkon aus. Ja. Geht's dir gut? Das ist so krass. Was los? Bei mir wird eingebrochen. Ernsthaft, geht's dir gut? Ja, nee, alles gut, aber es wurde Geld geklaut, weißt du, aus meiner Urne, kennst du ja, ne? Oh Gott. Ne? Und dann gab's noch so ein gruseliges Video. Was für ein Video? Darf ich mal kurz unterbrechen? Hallo. Hallo, ganz genau. Die Polizei ist nämlich auch ja, da. Ja. Und wir hätten natürlich auch mal gerne gewusst, mit wem Sie hier so angeregt unterhalten. Entschuldigung. Ja, das ist Melanie Schneider. Ja. Das ist meine Freundin aus der Selbsthilfegruppe. Ich habe sie mal kurz angesprochen. Ich wohne direkt hier in der Nachbarschaft und habe den Streifenwagen gesehen und hatte direkt Panik und wollte gucken, ob alles okay ist. Ah, okay. Wir alles klar, gut, die Haustür ist noch. Und deswegen alles ich mir klar. Sorgen gemacht. Dann wird jetzt auch ein Schuh draus, ne? Wenn Sie sich da Sorgen um Ihre... Ja, aber dir geht's gut, ja. Ja, aber es ist halt... Wie soll ich mich hier wohlfühlen in meinem Zuhause? Ich verstehe es halt. Also hier ist einfach jemand eingebrochen und hat dich gefilmt? Ja, beim Schlafen. Wie gruselig ist das denn? Wer macht denn sowas? Ich weiß es nicht. Das ist ja irgendwie krank. Ja, und wie gesagt, das Geld halt auch. Also ach, aus der Urne, was du erzählt hast? Ja. Das haben Sie erzählt mit der Urne. Das hast du in der Selbsthilfegruppe erzählt. Das wissen eigentlich alle. Also theoretisch. Oh. Wer ist denn alle? Ja, also alle aus der Selbsthilfegruppe, sie hat es da erzählt. Was ist das denn für eine Gruppe? Wie viele Teilnehmer sind das? Sind das alles Männer, Frauen? Nee, das sind wir alleinstehende Frauen, die halt von ihren Freunden verlassen worden sind. Okay. Ja, und um den Trennungsschmerz halt besser zu verarbeiten. Okay, also mich interessiert es gar nicht so sehr, was der Inhalt der Gruppe ist. Ich muss mal kurz da reingrätschen. Entschuldigung, bitte. Komm mal her. Das ist jetzt eine Seite. Das ist jetzt eine Seite. Die kannst du im Internet aufmachen, da kannst du hier auf die Videos klicken, downloaden und dann siehst du dann die schlafenden Frauen. Mhm. Sandra, Natascha, Charlotte, Alexandra, kommen diese Namen Ihnen bekannt vor? Sind das alles Namen? Das sind alles Selbsthilfegruppen. Was haben Sie denn da gerade? Darf ich Ihnen das mal zeigen? Ja, ich zeig Ihnen das mal. Die Frauen hier,
Kommen Ihnen die bekannt vor? Ja, die sind alle aus der Selbsthilfegruppe. Das ist nicht wahr, oder? Das sind alle aus unserer... Ja, was haben Sie da? Porf Private 2000, was ist das? Das ist die Internetseite, auf die der User gehen kann, um sich dann die Videos downzuladen, um sie sich als schlafende Person anzuschauen. Wie krank ist das? Ist das eine Pornoseite oder was ist das? Bevor wir uns jetzt hier drin vertiefen, ich brauche ein Personalausweis von Ihnen und ich brauche ein Personalausweis von Ihnen. Natürlich. Sie sind beide in dieser Selbsthilfegruppe, sind meine ersten beiden Ansprechpartner. Genau. Hast du mal eine Sekunde? Ich würde dir gerne was zeigen und dir, Martin, nämlich auch. Wenn du ja, ich bin mal fertig. Ich habe das durchgegeben. Die wissen jetzt Bescheid. Okay. Ich habe das mal eben rübergeschickt, was ich mir drüben angeguckt habe. Und es ging ja um die Stelle im Spiegel. Aber das sieht so aus, wenn man sich das anguckt, als sei das eher eine weibliche Person, die da im Spiegel ist. Eine Frau? Keine Garantie. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, es ist eine Frau. Ich gebe das mal an die Streife weiter. Vielleicht können die was damit anfangen. So, okay. Fingerabdrücke sichern. So ja. Lange bleiben wir sowieso alles hier. Klar. In der Zeit packen Sie ein paar Sachen zusammen. Pass auf, und zwar, das Video, was wir uns gerade angeguckt haben, das ist mittlerweile bei der KTU. Ja. Wenn der Täter an dem Spiegel vorbeigeht oben, die KTU kann das so weit digitalisieren und ranzoomen, dass wir den Täter erkennen können und man vermutet schon, dass das eine weibliche Person ist. Der sich selber abgeschwenkt hat. Ganz genau. Aha. Man vermutet, dass das eine weibliche Person ist. Und jetzt... Ich müsste dann auch gehen. Dürfte ich meinen Ausweis? Nee, noch nicht. Ein Moment noch gerade, ja? Ja, ich hab sofort. Echt eilig. Ich hab Frau Schneider, Sie bleiben auf jeden Fall noch hier. Ich habe eine Verabredung. Ist doch alles geklärt. Jetzt gerade nicht. Eben. Ganz genau. Das ist die einzige, die wir jetzt noch nicht drauf gesehen haben. Und da wird die Wahl auch eng. Da wird die Wahl doch eng. Bitte schön, Herr Rottmeier. So, darf ich dann jetzt? Weil Frau Schneider. Wie gesagt, ich habe Frau Schneider. Verabredung. Ich hab's echt Frau Schneider, hören Sie mir mal bitte zu. Ich habe Ihnen ja gerade schon, da werden Sie ja mitgekriegt haben, wie ich sagte, dass wir wahrscheinlich von einer weiblichen Täterin ausgehen. Ja. Des Weiteren haben wir hier eine Parallele zu dem Nicknamen, der dieses Profil hier hochgeladen hat. Weil? Und Ihrem Namen. Warum meinem Namen? Sagen Sie bitte Ihren Vornamen. Melanie? Ja. Und Schneider ist die deutsche Version von Cutter, wenn man ein bisschen grob übersetzt. Ja. Und der Nickname von diesem Profil hier, M. Cutter. Das kann Zufall, also... Könnte zufällig Melanie Schneider sein. Ach Quatsch, das ist ein Zufall. Ich weiß es nicht. Sie hat sich jemand einen Scherz erlaubt oder... Sie hat es doch überall erzählt. Das kann doch jeder gewesen sein. Melanie? Die zweite Parallele, ich gehe jetzt mal nicht mehr nur von dem Geld aus, die zweite Parallele sind nämlich auch die Teilnehmerinnen in Ihrem Selbsthilfekurs, die alle hier auf dieser Seite auftauchen. Wie gesagt, vielleicht bin ich die Nächste. Ich weiß es doch nicht. Ich kann doch nichts dafür, dass die auf dieser Seite sind und ich noch nicht. Also Frau Schneider, Sie müssen sich jetzt wirklich überlegen, was Sie sagen. Wenn die KTU, wie prognostiziert, mir gleich ein scharfes Bild hier liefert und Sie eindeutig zu erkennen bin sind... Bin ich nicht. Und das ist nicht die einzige Parallele. Erstens wussten Sie, wo das Geld versteckt ist. Das hat sie Zweitens jedem erzählt. Sind das alles Ihre Teilnehmerin vom Selbsthilfekurs. Und wenn... Und das ist jetzt noch das I-Tüpfelchen. M. Cutter. Ja, mein Gott, dann steht da halt M. Cutter. Ich weiß trotzdem nicht. Melanie für M und Cutter für Schneider. Ja. Das können Sie mir doch nicht erzählen, dass das ein Zufall ist. Natürlich, ich war es nicht. Ich war es nicht. Glaub dem nicht. Was hat das zu bedeuten? Das ist ein Zufall, keine Ahnung. Was heißt, glaub dem nicht? Ja. Ich saug mir das nicht aus dem Finger. Das sind schon mal Indizien. Ich war es nicht. Das sind schon mal Indizien, an denen wir uns orientieren. Das muss Ihnen klar sein. Ja, dann orientieren Sie sich. Ich war es trotzdem nicht. Also kann ich jetzt bitte gehen? Ich habe noch Nein, Sie können, Sie können mit Sicherheit nicht gehen. Sie wollen auch ganz plötzlich weg jetzt auf einmal. Ja, ich habe vergessen, ich habe noch eine Verabredung. Der wartet bestimmt schon auf einmal, ganz plötzlich. Was passiert hier gerade? Das kann nicht mehr lange dauern mit dem Bild hier. Das wird gleich kommen. Es hat Ihnen doch nicht wehgetan, oder? Aha. Sie haben geschlafen, ich habe Ihnen nichts getan. Keiner hat gemerkt, dass ich da war. Gut, bei ihr habe ich jetzt das Geld mitgenommen. Es lag da so schön in der Urne. Sie hat es erzählt, ja. Und welche Motivation hatten Sie für solche Taten? Die erzählen in der Selbsthilfegruppe, wie schlecht es ihnen geht und was sie doch für ein scheiß Leben haben. Die wissen gar nicht, was es bedeutet. Mein Freund Finn sitzt im Knast wegen Hausfriedensbruch. Ich habe keine Kohle, weiß nicht, was ich machen soll. Ja, wir haben auch schon mal so ein paar Filmchen gedreht. Da ist gutes Geld mitzuverdienen.
Der hatte noch ein paar Dietriche zu Hause liegen, die habe ich mir geschnappt. Und so langsam wird mir schlecht. Melanie, es ist aber Freundinnen. Es ist mir doch nicht passiert. Tun? Ich habe doch nichts Schlimmes getan. Ich habe dir meine größten Sorgen anvertraut. Wie konntest du das ausnutzen? Ja, deine Sorgen. Was für Sorgen? Du weißt gar nicht, was Sorgen sind. Aber Sie wissen das. Ja, natürlich. Sie wissen, was Sorgen sind, und dann nutzen Sie auch noch die hilflose Lage der Teilnehmerin hier aus. Ja. Die 29-Jährige wird wegen Einbruchs, Diebstahls und der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs angezeigt. Die Videoaufnahmen der Frauen wurden von der pornografischen Seite gelöscht.